Hallo und willkommen zurück zu Sons of the Forest und es kam ein Update. Ja, ihr seht das ein bisschen später. Das Update ist bei euch natürlich ein paar Tage her. Hallo, Kelvin. Wir können jetzt nämlich schöne Tore bauen. Das heißt, wir müssen das hier alles ummodeln. Boah, schmeiß mal das alles hin. Es wird alles hingeschmissen. Ich weiß gar nicht, kann ich das trotzdem. Ah, ich glaube, wegen dem Steinweg wird es wohl nicht gehen, ne? Dann muss ich gleich gucken, wie ich das mache. Das muss ich denn gleich gucken. So, dann machen wir heute eine kleine Baufolge. Weil wir haben ja auch noch ein bisschen Inhalt zu füllen. Wie ist denn das? Kann Calvin das Tor bedienen? Also jetzt nicht, als würde ich es ihm nicht zutrauen. Aber ich traue es ihm nicht zu, um ehrlich zu sein. Ja, geht. Ah, sehr schön. Der trennt das einfach. Sehr schön. Huch. Ist eins zu viel geflogen. Ach, geil. Ach, Kelvin. Mein Jutster. Geh mal bitte weg. So. Zack. Dann schließen wir die Lücke. Weil die Lücke müsste ja eigentlich. Also, ich habe es ja so gebaut, dass die Lücke entstanden ist, nachdem ich ein paar Balken weggenommen habe. Hallo? Kannst du dich bitte schließen? Bevor hier irgendwelche Mutanten kommen. Können nicht Mutanten eigentlich dann das Tor auch öffnen? Ich frage für einen Freund. Es muss halt diesen Pfeil geben. Ansonsten habe ich die Befürchtung. Ja, genau. Komm, 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 komm. Drück's rein. Komm schon, komm schon. Ehrlich jetzt? Ehrlich jetzt? Ich wollte eigentlich das. Und das Tor sollte eigentlich woanders hin. Oh no. Ach nice. Und schon ist es kein Tor. Wisst ihr, was das heißt? Wir können das einfach lassen. Und wenn wir ein Tor brauchen. Wisst ihr, was ich meine? Haha. Es ist klug. Nein, das machen wir natürlich nicht. Aber rein theoretisch könnten wir immer eins draußen stehen lassen. Und immer, wenn wir das brauchen. Komm, hau zu. So, und dann gibt es ja auch neuen Loot. Wieso kann ich das jetzt nicht aufhauen? Ah, oh, weil das Ding hier ist. Müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Weil ich glaube, ich muss das Ding nochmal rausnehmen und nochmal hinstellen. Dann ist es halt ein bisschen schief, aber das ist ja egal, ne? Aber ich hab halt. Das passt irgendwie jetzt nicht so ganz rein. Zack. Ja, Hauptsache ich kann das. Kann ich? Nein, ich kann das nicht anspitzen. Warum nicht? Ich möchte das aber. Weil das Tor ist hier, wo auch der Weg ist. Och Mann. So, hier ist der Weg. Und da kommt das Tor hin. Zack, ganz einfach. Und du wirst bitte angespitzt. Ja, sag ich doch. Ganz einfach. Nice. So, schauen Sie mal hier. Tada. Und, ja, ist das nicht ganz richtig. Wir gucken mal, ob wir das Ding anders anbringen können. Nee, können wir da. Ach so, das geht nicht, nee. Dann so rum. Weil ich glaube, so rum würde es tatsächlich besser funktionieren. Ja, perfekt, so, dass der Weg dann auch schön zu sehen ist. Schauen Sie hier, was wir da gemacht haben. Sehr nice. Sehr nice. So, ich hatte in den Patch Notes, hatte ich tatsächlich gelesen, dass jetzt in dem Essensbunker da vorne soll es wohl jetzt heiß hergehen. Ja. Also übrigens, das hier lassen wir einfach. Bricht das Eis? Wird's Frühling? Hört ihr das? Ist es das Zeichen, dass bald Frühling ist? Weil ich meine, es wird ja jetzt langsam Zeit. So.
Also, wäre geil. Gut, wir müssen was essen. Oh, schwabbel, wabbel, wabbel. Oh. Schwabbel, wabbel, wabbel macht der Fisch. So, Kelvin, du hast tatsächlich eine Aufgabe, mein Freund. Oh Gott, diese Augen, schau dich das an. Hol mir bitte die Fische. Die Fischreuse funktioniert jetzt übrigens auch. Und dann fallen lassen. Danke dir. Und wir Süßen, wir gehen nämlich gleich rüber in ach so, und man hat jetzt einen Schlaf-Cooldown, also man kann jetzt nicht immer wieder schlafen. So, wir Süßen würden jetzt aber dann rübergehen in den Essensbunker und würden dort tatsächlich gucken. Also es soll wohl was Neues zum Bekämpfen geben im Essensbunker. Ich weiß nicht, ob es hinter der Keycard ist. Das, also, weiß ich nicht. Aber wir gucken mal. So, aber wir haben jetzt die Schaufel. Das heißt, wir können jetzt die ganzen Objectives holen und die ganzen Sachen holen, die jetzt mit der Schaufel erreichbar sind. Da bin ich schon gespannt. Okay. Ich würde jetzt tatsächlich. Es ist auch. Ist es plötzlich dunkler hier drinnen geworden? Okay, die Musik ist halt auch. Also ja, jetzt kommen Fledermäuse. Ich erschrecke mich. Wo sind die Fledermäuse? Ach so, ja. Oh, ich hab mich echt erschrocken. Okay, jetzt bin ich mal gespannt, ob hier drinnen was ist. Auf den ersten Blick sieht es nicht so aus. Und nehmen wir das Essen mit. Natürlich nehmen wir das Essen mit. Ja, wobei einige Sachen wie die Muscheln. Muss das oder kehren das weg? So, hier geht's ja weiter. Nee, haben wir nicht. Keycard. Nee, dann ist es wirklich erst hinter der Keycard. Denn ist es hier noch nicht. Schade. Schade, schade, schade. Bin ich mal gespannt. Also soll ja jetzt ein Mini-Zwischenboss-Fight geben. Ich weiß, gibt es denn. Also wenn es keinen Zwischenboss gab, dann gibt es auch noch keinen Endboss, oder? Oder gibt es halt den Endboss schon, aber die haben jetzt nochmal einen Boss reingemacht. Das heißt, alle, die den Loot vorher schon geholt haben hier. Müssen halt einfach nichts mehr machen. Naja. Den ist es halt so. So, wir nehmen natürlich das ganze Essen mit. Wobei ich eigentlich gut genährt bin. Ich find's ja schön, dass man hier nicht zunehmen kann. Also man kann essen so viel man will. Und man kann nicht zunehmen. Also es beeinträchtigt deine Fitness. Deine Fitness beeinträchtigt es nicht. Deine Fitness, natürlich. Naja. So. Dann müssen wir hier mal reingehen, sobald wir die Keycard haben. Ich denke mal, die werden wir irgendwo ausbuddeln. Vielleicht hier oben bei der Leiche. Weil, wenn da jemand beerdigt worden ist. Ich meine, okay, warum sollte man jemanden mit einer. Naja, egal. Mit einer Keycard beerdigen. Aber. Oh, ehrlich, die kommen. Es laggt doch gerade so ein bisschen. Was ist denn da los? So, wir werden uns aber erstmal ausrüsten. Hier rohes Fleisch. Oh, das hier können wir uns gleich. Oh, die haben umdisponiert. Jetzt ist das Geld hier. Die Maske ist ein bisschen anders. Oh, jetzt muss ich ja neu umstellen. Spaß. Hey, wieso kannst du das jetzt nicht anziehen? Sagen, hä? Er hat gezuckt, aber hat sich nicht umgezogen. Was ist denn da los? Okay. Gut. War da was zum Ausgraben? Ich glaube, der Punkt hier war der mit den Cards, oder? Lasst uns mal schnell hinlaufen. Und ihr wisst, ich laufe da jetzt mit Jut. Ah, Moment, dann wird es ja dunkel, ne?
Wir wollen schlafen. Okay, gut, wir laufen morgen früh los. Und ich würde sagen, wir treffen uns dann dort, ne? Ich mache jetzt nochmal ein Schläfchen. Oh, hi. Nein! Du Schuft! Lässt du sie ja wohl in Ruhe? So, das geht nicht. Alles gut bei dir? Kann man dir irgendwie helfen? Ich sehe, es ist kalt. Unglaublich kalt, wie es aussieht. Hier. Jetzt läuft sie einfach weg. Krass, wie die sich so in einem Baum versteckt und schießt. Nice. Sehr schön. Huch. So, da sind noch welche. Na? Willst du? Willst du mehr? Sehr schön. Da haben wir sie jetzt ausgerüstet. Okay, gut. Aber jetzt. Ne? YouTube Magie. Oh, schauen Sie da. Was ist denn da? Ein Camp. Schön, 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 schön. Ja, wir werden verfolgt. Aber wir gucken uns trotzdem mal hier an dem Urbsee. Also ich habe gesehen, da vorne war auch ein Camp. Das werden wir auf dem Rückweg werden wir uns das mal werden wir das mal besuchen. Und ich glaube, wir waren hier noch gar nicht, ne? Oh. Tut mir leid, Kollege. Das hätten wir sein können, ne? Aber. Nee. Wir waren besser. Hier ist einfach noch ein Brustkorb übrig. Hier weiß ich nicht, ob hier was drin ist. Mensch. Es soll Frühling werden. Das ist übrigens nicht Frühling geworden über Nacht. Was ich sehr schade finde. Ich glaube auch, wir müssten mal die Wege ablaufen, weil ich glaube, auf diesen Wegen ist öfter was zu finden. Du, ich suche hier was. Piep, 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 piep. Das ist ja, bei dem Grab waren wir ja schon mal, aber wir haben das Camp da nicht gesehen. Okay, so, jetzt müsste ich ja eigentlich die Schaufel ausrüsten. Nee, nee, nee. Und zack. Und zack. Okay. Da ist tatsächlich eine Kiste drinne. Schauen Sie hier. Ich weiß nicht, ob... Oh! Nein. Hallo. Oh, hübsches Ding. Eieiei. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen morbide. Oh, kann ich seine Kleidung nehmen? Alter Schwede, wie geil ist das denn? Darf ich mal ausprobieren an dir? Komm mal hier. Ach komm. Okay. Ja, die führt. Also, ich mag. Nice. Also, die kriegt unsere liebe Virginia nicht. Das ist meine, okay? Ich liebe Shotguns, okay? Und das ist meine Shotgun. So, der Marinda in das Camp. Hallo sagen. Also ich habe es auch nur von Weitem gesehen und ich habe gesehen, es ist ein richtig großes Camp. Also so ein richtig großes Camp. Dann gucken wir uns das mal genauer an. Könnt mich jetzt gerne auch mal fragen, wo das Camp ist. Ich kann es euch nicht sagen. Gut. Da ist es. Okay. Wie machen wir das? Ich glaube, wir müssten genug Flintenmunition haben, oder? Wir gehen einfach rein. Einmal durchzählen, Leute. Ich glaube, wir können das auch mit Dings machen. Aber wir gehen einfach radikal rein. Radikal. Ach, scheiße. Ach, erzähl nicht. Fuck. Ja. Ich bin halt einfach schlecht. Ich bin halt einfach. Ich hätte den Eingang nehmen sollen. Okay.
Oh, voll in die Pobacke. Das tut mir leid. Und in die andere Pobacke. Genau. Der ist hin, oder? Gut, der steht nicht mehr auf. Die steht nicht mehr auf. Hallo? Oh, dem geht's nicht gut. Was ist das? Oh, der Arme. Oh, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte. Okay. Keine Ahnung, was ich wollte. Huch, grüß dich. Grüß dich. Ja. Möchtest du mehr oder? Nee. Okay. Das ist, glaube ich, mein Stuhl. Ich bin jetzt der Chef. Und ich bin auch dein Chef. Moment. Kurzen Moment, bitte. Ja, gleich, gleich. Ich bin gleich für dich da. Warte, bitte. Ja. Hi, grüß dich. Scheiße. So, oh, guck mal, ihr habt sogar einen Aussichtsturm. Ich bin stolz auf euch. Sehr schön. Ey, das ist ja. Also alle One-Hit, ne? Also der wird ja jetzt auch umfallen. Na. Oh, von hinten. Du hinterlistiges Mistvieh. Na gut. Dann lauf doch. Ich sammle hier mal eure Sachen ein. Und wenn du wiederkommst, sammle ich dich ein. Gibt es hier noch irgendwas außer solche ekelhaften Sachen? Ja, das Ding, bin ich ehrlich zu euch. Ja. Okay, da brauchen wir die. Oh, da oben ist noch ein Camp. Also nicht Camp, sondern noch ein Haus. Noch ein Zelt. Oder wie sich das schimpft. Okay, ist auch nichts. Okay, also müssen wir jetzt mal wechseln auf die Axt, damit wir hier einfach alles. Ich zerstöre einfach alles. Haha. Ich bin Mensch, okay? Ich hab sie besiegt. Und jetzt darf ich auch alles zerstören. Der ganze Camp lege ich nieder. Oh Gott. Ich habe mich nicht erschrocken. Ach, was? Nein. Ich habe mich natürlich nicht erschrocken. Schade. Aber das ist wahrscheinlich ihr Königsthron. Okay. Diese Matratze kann ich speichern. Das wäre doch funny. Echt, da ist noch einer. So schnell spawnen die nach? Dann gucken wir mal oben. Auf dem Aussichtsturm. Ja, gemütlich. Nicht. Und jetzt, Kollege? Und jetzt? Ja. Hast du nicht drüber nachgedacht? Der hast du einmal nicht zu drüber nachgedacht. Ja, bleibt halt aber auch dann stehen. Da stellen sich mir Fragen, bin ich ehrlich. Du Kollege, was ist das? Okay. Das Vieh zu befreien, fühle ich nicht so. Weiß ich nicht. Wo ist denn der jetzt hin? Ich habe keine Lust, dass der mich von hinten irgendwie angreift, ist da? Ja, der ist da in seinem Camp, okay. Baut er das wieder auf? Betet er zu den Leichen? Okay. Oh, die sehen schon ekelhaft aus, oder? Das Problem ist, ich bekomme es halt nicht so schnell tot, ne? Wollen wir es mal anschießen? Und vielleicht funktioniert das. Ohne es zu befreien. Grüß dich. So.
Dann können wir da jetzt Mutantenrüstung raus. Aber ja, weiß ich nicht. Ist halt alles ein bisschen. Ne? Okay. So, ich würde jetzt tatsächlich zurücklaufen. Nach Hause. Und wenn nichts weiter passiert, sehen wir uns dann nächste Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bye bye.